Perfekt für jeden Tag vorbereitet, egal ob Abenteuer, Notfälle oder Alltag. Mein Wintersetup 2024 bietet mir alles das, was ich benötige. Treu meinem Motto, allzeit bereit. Was ich so alles im Winter am Start habe, findest du hier im Video. Moin und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist André. Ich passe immer mein Sommer- und Winter-Setup an. Sowohl kleidungstechnisch als auch EDC-mäßig. Wobei das alles hier wiederum über das klassische EDC hinausgeht. Es ist wieder soweit. Das Grüne schwindet, das Bunte kommt, bis es ganz weg ist. Es wird kälter, es wird nebliger. Ich stehe ja voll auf diese Jahreszeiten, Herbst und Winter. Man muss dazu sagen, ich bin absolut keine Frostbeule. Deswegen habe ich jetzt auch keine krasse dicke Winterjacke, sondern arbeite nach dem Zwiebelsystem. Ich knechte regelmäßig mein Immunsystem, gehe sehr oft eine große Runde raus, nur im Shirt. Trainiere das ganze Jahr Outdoor bei jedem Wetter und trinke täglich mein Ingwer-Zitronengebräu. Fangen wir mit den üblichen Verdächtigen an, die ich so gut wie gar nicht an die Jahreszeit anpasse. Sondern die Teile sind immer am Start. Wenn dich der Inhalt genauer interessiert, dann schau dir unbedingt mein EDC Basic Video an. In diesem Video gehe ich nämlich ganz genau auf den Inhalt ein. Findest du einmal in der Textbeschreibung verlinkt und am Ende auch in der Credit Card. Fangen wir an mit meiner Bauchtasche samt Inhalt. Lampe, Powerbank, Tactical Pen, Pipapo. Mein Keypack, seit Jahren am Start und genau dieses Modell. Robust und leicht. Mittlerweile auch hier mit einem Band befestigt, für den Fall der Fälle. Darum kommt mir jetzt nicht damit, oh nö, das ist verboten. Nein, ist es nicht. Mein Schlüssel ist nicht verboten, das Band ist nicht verboten. Derjenige, der dich angreift, den interessieren die Gesetze doch auch nicht. Und ich bin ehrlich, bevor mein kleines Kind irgendwie bedroht ist oder Gefahr läuft, einen psychischen Schaden dazu bekommt, da riskiere ich doch lieber 2-3 Jährchen Knast. Müssen wir doch gar nicht drüber reden. Als nächstes mein Portemonnaie. Wahrscheinlich wie bei den meisten von euch fast alles drin, außer Kohle. Auch immer dabei das Medikit. Und ohne Schweizer geht's auch nicht aus dem Haus. Meine Minitasche und das immer noch genau in dem Packmaß, dass es in meine Cargotasche passt. Minimesser, kleine Lampe, Pflaster, Haargummis. Und wenn du auch mehr von diesem Inhalt sehen möchtest, wie gesagt, im EDC Basic Video. Kommen wir zum Rucksack. Da ich einiges mehr mitschleppe im Winter und somit mehr Stauraum benötige, nutze ich da mein 511 Rush 24. Absolut cooles Teil. Für längere Touren habe ich den auch immer am Start. Der hat mich unter anderem auch auf unserer Bayern-Tour begleitet. Außerdem habe ich zusätzlich eine weitere Version davon, nur für mein Special Rucking Training. Da ist der Kollege mit 30 Kilo beladen und dann gehe ich dann marschieren. Mit 37 Liter Volumen passt das Ding perfekt für jedes Abenteuer. Ob im Großstadtdschungel oder mitten in der Wildnis. Dieser Rucksack bietet nicht nur genügend Platz für dein EDC, sondern ist auch robust und ready für jede Situation. Für den Fall der Fälle habe ich immer Wärmepads in meinem Daypack. Die elektrische Variante, finde ich, ist eine Top-Lösung. Wärmefunktion bis zu 55 Grad passen perfekt in die Hosentasche. Einfach aufladen, loslegen und die Hände bleiben warm. Und das Beste, du kannst damit sogar dein Handy unterwegs aufladen. Ein echtes Multitool für kalte Tage. Eines meiner Favoriten und seit Jahren in meinem Besitz. Der Kollege ist eine strapazierfähige Fleecejacke, die sich ideal für den Einsatz im Freien eignet. Sie bietet hervorragende Wärmeisolierung und ist aus einem schnell trocknenden Material gefertigt. Mit mehreren Taschen ausgestattet ist sie äußerst praktisch für die Aufbewahrung von Zubehör. Die Helikontex Alpha Grid Fleece ist für den Oberkörper ein sehr vielseitiges Kleidungsstück. Die Jacke hat mehrere praktische Taschen für die Aufbewahrung von Kleinigkeiten und ist mit einem zeitlosen Design ausgestattet. Das Grid-Fleece-Material sorgt dafür, dass die Jacke schnell trocknet und bequem zu tragen ist. Jetzt geht's ans Schuhwerk. Meine damals dienstlich gelieferten Stiefel feiere ich extrem. Die Dinger halten echt warm und ganz selten habe ich nasse Füße.
und sie sind einfach bequem. Mit etwas Glück findest du die Dinger gebraucht im Top-Zustand oder ähnliche Modelle in der Richtung. Wenn die Temperaturen etwas milder sind, kommen meine Merrell-Stiefel zum Einsatz. Halten auch sehr gut im Regen und bei nassen Wanderungen durch. Ganz oft trage ich sie beim Rucking-Training. Und in den Bergen haben sie mir ebenfalls gute Dienste geleistet. Um bei Kälte die Patschehändchen zu schützen, habe ich die Mechanics Cold Work. Die besten Freunde für kalte Tage, vor allem wenn ich auf dem Bike unterwegs bin. Sie sind atmungsaktiv, sodass deine Hände nicht schwitzen, selbst wenn du aktiv bist. Ein echter Alleskönner. Für die milderen Temperaturen nutze ich ganz oft die Mechanics Original Einsatzhandschuhe. Mit ihrem flexiblen Material bieten sie eine optimale Passform und Bewegungsfreiheit, sodass du immer präzise arbeiten kannst. Sie sind atmungsaktiv und gleichzeitig abriebfest, was sie ideal für Outdoor-Aktivitäten machen. Eine Rettungsdecke sollte man eigentlich immer am Start haben, aber für den Winter achte ich besonders darauf. Aktuell teste ich eine neue EDC-Lampe, die mir von der Firma Vocus zur Verfügung gestellt wurde. Ich nutze sie als Backup-Lampe, weil sie perfekt in meine kleine Rucksacktasche passt. Sie ist schön klein und hat ordentlich Dampf. Der kleine Racker hier hat 1050 Lumen. Und ich kann sie auch nutzen, um meine Pfoten etwas zu erwärmen. Nein, ist natürlich nicht die primäre Aufgabe, aber es funktioniert tatsächlich. Fingerchen in die Richtung der Lichtquelle halten und die Wärme kommt an. Und wenn du sie bestellst, bekommst du zu den echt schon fairen günstigen Preis. Mit folgendem Code, den du in der Textbeschreibung findest, auch noch schön Prozente. Zu meinen absoluten Lieblingshosen gehören die Modelle von 511 Tactical. Die 511 Strike Pants sind der absolute Hit für alle, die Funktionalität und Komfort suchen. Die verstärkten Nähte sorgen für Langlebigkeit, während die zahlreichen Taschen perfekt sind, um dein EDC und andere Gadgets zu verstauen. Hergestellt aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Material mit einem flexiblen Stretchanteil, bietet die Hose hier optimale Bewegungsfreiheit. Das Multifunktionstuch ist ein praktischer Allrounder für Outdoor-Aktivitäten. Es kann als Schal, Kopftuch oder Gesichtsschutz verwendet werden und bietet Schutz vor Wind und Kälte. Wenn es rausgeht, ist eine Kopfbedeckung Pflicht. Je nach Bedarf passe ich mich natürlich den Umständen an. Optionen für mich sind exakt 3. Wenn der Schlauchschal dazu zählt, dann 4. Ich habe einmal ein Beanie, eine normale Wollmütze und meine Cap. Je nach Wetter und Lage entscheide ich mich dann. Die Cap ist immer grundsätzlich dabei. Das Helikon Tex Defender Shirt ist ein perfekter Begleiter für Outdoor und den Alltag. Mit einem hochwertigen Materialmix aus Baumwolle und Polyester bietet es nicht nur einen tollen Tragekomfort, sondern auch die nötige Robustheit. Die praktischen Taschen sorgen dafür, dass du deine EDC-Gadgets immer griffbereit hast. Egal ob beim Wandern, Camping oder einfach im Alltag. Ein Funktionsshirt ist in der kälteren Jahreszeit standardmäßig an meinem Körper festgewachsen. Ich mag die Dinger und besinne mich meistens eher auf namenlose Marken. Stiefelsocken sind ein absolutes Must-have für alle. Sie bieten eine hervorragende Wärmeisolierung und einen bequemen Tragekomfort. Kommen wir zu meinem Lieblingsgegenstand. Robust, stark und hält länger als 12 Stunden warm. Ein absoluter Muss für die kältere Jahreszeit. Ich bin ein hoffnungsloser Kaffee-Junkie. Und zweitens habe ich auch hier wieder eine Option für den Rucksack, dass er quasi meinen Argumenten mehr Nachdruck verleiht, wenn es sein muss. Ein weiterer Vorteil ist letztendlich halt auch der Griff. Denn der sorgt dafür, dass du auch hier einen ordentlichen Meinungsverstärker hast. Im Sommer-Setup habe ich die Gunfighter in Multicamp vorgestellt. Hab den Kollegen aber auch in Oliv. Da ich am Medizinbildsystem arbeite, habe ich jetzt hier nicht wirklich eine dicke Winterjacke. Mir reicht die Gunfighter aus. Die Jacke besteht aus einem strapazierfähigen Shark-Skin-Gewebe mit Windblocker-Membran und ist mit einer Kapuze und mehreren Taschen ausgestattet. Ich bin nicht ganz abgeneigt vom Winterjacken. Ich habe da eine im Auge, das zeige ich euch dann aber wahrscheinlich erst im nächsten Winter-Setup, also 2025. Jetzt bin ich wieder neugierig. Haut mal eure Ausrüstung für ein Winter-Setup in die Kommentare rein, damit wir uns gegenseitig Inspiration holen können. Passt du dein Setup den Jahreszeiten an? Und damit meine ich alles, Kleidung und Gadgets. Ja, Freunde, das war mein Winter-Setup 2024. Ich hoffe, ihr konntet einige Inspirationen mitnehmen. Mir sind natürlich meine Tools, meine Kleidungsstücke nach meinem Bedarf und Geschmack angepasst. Nichtsdestotrotz wollte ich es einfach mal raushauen, weil ich bin auch immer sehr neugierig, was andere so anhaben und mit sich mitschleppen. Und wenn euch irgendwas interessiert, was ihr hier gesehen habt, dann findet ihr auch nochmal alle Links in der Textbeschreibung verlinkt. Sowie auf meiner Kit-Seite.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Daumen hoch zu drücken. Und wer noch nicht meinen Kanal abonniert hat, der sollte das jetzt tun, um kein Video mehr zu verpassen. In diesem Sinne, allzeit bereit, haut rein!